Vielleicht machst du demnächst ein Schülerpraktikum und bist gerade dabei, deinen Lebenslauf zu schreiben. Wenn du nicht genau weißt, wie das geht, dann schau dir doch dieses Video an. Ich erkläre es dir Schritt für Schritt. Jeder Lebenslauf für ein Schülerpraktikum besteht aus 4 Blöcken. Zunächst geht es um deine persönlichen Daten, dann um deine Schulbildung, dann geht es darum, ob du schon mal woanders ein Praktikum gemacht hast und ganz interessant sind natürlich auch deine Hobbys und Interessen und Fähigkeiten. Das klingt doch logisch, oder? Für alle Praktika, Praktika ist übrigens die Mehrzahl von Praktikum, musst du dich mit einem Lebenslauf bewerben. Und mit einem Anschreiben, wie das geht, kannst du in diesem Video erfahren. In deinem Lebenslauf steht zum Beispiel, wo du geboren bist. Wenn du nicht mehr weißt, wo das war, dann frag mal deine Mutter. Die weiß es ganz bestimmt noch. Und so baust du deinen Lebenslauf auf. Zunächst geht es um die persönlichen Daten, also wann und wo du geboren wurdest und in welcher Stadt du lebst. Dann geht es um deine Schulbildung. Welche Schulen hast du besucht? Anschließend kannst du schreiben, ob du schon mal ein Praktikum gemacht hast und wo das war. Und zum Schluss geht es um deine Fähigkeiten, Interessen und Hobbys. Vielleicht sprichst du ja eine Sprache oder kannst besonders gut Radfahren. Dann schreibe das auf. Und vergiss auf keinen Fall, deinen Lebenslauf zu unterschreiben. Schreibe deinen Lebenslauf am PC und speichere alles zusammen mit deiner Bewerbung und mit deinem Foto und deinem Zeugnis als PDF ab. So kann es nicht mehr verändert werden. Schicke diesen Lebenslauf und die anderen Unterlagen mit einem kurzen Anschreiben per E-Mail an deine ausgesuchten Betriebe oder an die Firmen, wo du gerne ein Praktikum machen würdest. Halte das Anschreiben kurz und vergiss auf keinen Fall, deine Unterlagen an die E-Mail anzuhängen. Das wäre sonst sehr peinlich. Tipps für deinen Lebenslauf, damit er gut aussieht. Wählst du am besten eine gut zu lesende Schriftart wie Arial oder Times New Roman? Mach hier keine Versuche. Die Schriftgröße sollte 11 oder 12 Punkt sein. Und achte auch auf die Seitenränder. Links 2,5 cm, rechts 1,5 cm und oben und unten jeweils 2 cm. Wichtig ist auch ein gutes Foto, denn der erste Eindruck zählt. Und achte auf deine Rechtschreibung, mache keine Rechtschreibfehler. Wenn du noch mehr zum Thema Praktikum wissen möchtest, dann schau dir meine anderen Videos dazu an. Dort erfährst du, wie du ein Anschreiben verfasst und was überhaupt wichtig ist beim Schülerpraktikum. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere meinen Kanal. Viel Erfolg!